Und René aus Waldachtal grüßt seine Freundin Christa in Dornstetten. Er hat sie über alles lieb, egal was andere über die Beziehung sagen, denn das Alter ist sekundär und spielt überhaupt keine Rolle, wenn man sich liebt. Ihre Liebesbotschaften oder Entschuldigungen sind jetzt wieder angesagt hier, 0138 7576, wenn Sie das per Fax tun möchten. Dann begrüße ich die Christa aus Dornstetten. Hallo. Ja, hallo. Christa, das war ja eine prompte Reaktion von dir. Kaum hat der René aus Waldachtal angerufen, no? Und hat dich gegrüßt und schon rufst du auch an. Finde ich ganz toll. Das war halt nur so mal Zufall, weil ich bin gerade vom Schadenheim und hast du angeschrieben und gerade halt nicht gerade die Nachricht von ihm gehört und Telefon gleich geschmackt sofort angerufen. So soll es auch sein. Mhm. Christa, du bist 30 und es kam ja schon aus der Botschaft von René heraus, dass einige Menschen in eurer Umgebung etwas gegen diese Beziehung haben, weil der René ein bisschen jünger ist als du. Also man könnte sagen, er ist 18, du bist 30, ne? Ja. Und ihr habt ständig auch mit diesen, ja, mit diesen Bemerkungen zu leben oder auch, ihr leidet auch ein bisschen darunter, die Beziehung. Es geht eigentlich mal so von seiner Seite aus, von seiner Verwandtschaft, von seinen Freunden und so weiter und so fort, weil sie damit verstehen können, dass ein 30-Jährige sich einen 18-Jährigen verlieben kann. Mhm. Und sie sind auch so, dass sein Freund nicht so gern gesehen, weil mit 30 man doch schon bei denen etwas jünger sind. Hm. Nur auf der anderen Seite, Christa, die sollten sich vielleicht auch mal überlegen, diejenigen, die da jetzt schon gegen eure Beziehung da ein bisschen wettern, wenngleich ich der Meinung bin, dass das gar nicht denen recht ist, weil das ist euer Leben und eure Liebe und eure Beziehung, wenn ihr glücklich seid, dann ist das völlig in Ordnung und dann sollten die das auch respektieren. Und zum anderen ist es umgekehrt, wenn also die Frau jünger ist und der Mann älter, ist das ja eigentlich relativ normal immer, ne? Mhm, das ist ja das Problem halt. Und gerade 12 Jahre sind halt echt etwas lange Zeit. Mhm. Sie können sich einfach nicht vorstellen und es kommt immer Spitzen sagen, da wo wir halt sind. Mhm. Und ich glaube, es ist so, dass wir jetzt ohne, mit Freunden und Alkohol wieder weggehen, mhm, und dann irgendwo hingehen, wo uns überhaupt gar keiner kennt. Mhm. Da renne ich doch schon ein bisschen älter aus. Ich bin auch nicht für 18 geschätzt. Ich hätte ihn auch für etwas älter geschätzt. Mhm. Also dann sagt er, er ist halt 18, dann war ich eigentlich mehr oder weniger schockiert. Also ich bin sicher, ihr seid ja glücklich und das alleine ist wichtig und ist entscheidend auch für euer Leben, für euer gemeinsames Leben, das vielleicht kommt, so lange seid ihr noch nicht zusammen. Und letztendlich werdet ihr irgendwann auch neue Freunde kennenlernen, die das akzeptieren und respektieren. Und ich muss sagen, dann könnt ihr auf die anderen Freunde, die also was dagegen haben, eigentlich pfeifen, ne? Ja, schon, aber es sind halt noch immer seine alten Freunde zur Zeit. Und oder vielleicht, vielleicht, wenn die mit der Zeit sehen, wie glücklich ihr seid, dann werden die das auch respektieren. Dann werden diese Stimmen verstummen. Ich hoffe, Christa, wir von Antenne wünschen euch auf jeden Fall weiterhin viel, viel Glück, alles Gute und vielleicht jetzt noch eine Botschaft von dir an den René. Also, okay, liebe René, ich liebe dich, egal wie alt du bist und was die anderen Leute halt sagen, auch was deine Eltern sagen gegen uns beiden und ich hoffe, dass es doch für ewig ist, ja? Das wünschen wir euch. Okay, ciao, Christa, dann. Servus. Ciao. Und Janine aus Esslingen.